Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video auf unserem Kanal. Ich spiele zusammen mit einem anderen YouTuber. Sie haben ihren neuen Kanal seit kurzem jetzt erst geöffnet. Wir warten nur kurz, bis er die Einladung, die ich ihm geschickt habe, zu einem Zug annimmt. Kann eigentlich jederzeit passieren. Hier nochmal, da können wir sicherheitshalber nochmal eine schicken. Ja, und hätten Erfolgen, können wir mal kurz gucken. Persönliche Wertung 3410. Siege 52,54 hat sich in letzter Zeit gebessert. Unten hier bei den anstehenden Auszeichnungen sind es eigentlich, kann ich mal so sagen, relativ knapp. Also kurz davor, diese zu bekommen. Eine Treffgenauigkeit von 78%, das kann man echt noch ausbauen. Genauso wie sagt auch die Siegesserie. Und auch den mittleren Schaden kann man auch noch mal ein bisschen erhöhen. Ja, er will hier 5 spielen. Spiel mal den richtig coolen Level 5er PZ4 Anko SP. Er spielt Crusader. Wir sind unter den Top 3, das passt schon mal so weit. Und kann ich jetzt auch noch mal so sagen, unten, wenn das Spiel lädt, steht auch noch mal so ein kleiner Hinweis oder ein Tipp für Spieler, wie man etwas oder was man beachten muss bei einem Spiel oder wie man besser spielen kann. Und ja, und jetzt hatte ich schon die Stimme. Sehr berauschend. Diese Map. Ah, das ist die. Nur diesmal bin ich auf dem Posten. Also links angesiedelt. Als erstes jetzt hier lang zu fahren, ist nicht so sehr geraten. Wir haben schon getroffen. Wir haben getroffen. Manchmal ist dieser Schuss sehr gewagt und riskant. Aber diesmal hat er getroffen. Oh, da kommt noch ein T34. Ich denke mal, wir werden jetzt hier in der Richtung einen Vorschuss wagen, in die Bresche fahren und von hinten kommen. Oh shit. Ah, der Tower. Richtiger Lacker hier. Richtiger Lack. Fahren wir hier lang. Da ist noch einer. Sieht ganz gut aus, das Spiel. Also bis jetzt. Vier zu drei, das passt. Und schon wieder getroffen. Also der Panzer, der macht echt Spaß, der macht auch viel Schaden. Also im Verhältnis macht der viel Schaden. Jo. Gleich. Ja,
Meine Mutter ist mal wieder da. Ja, ich denke mal, das sollten sie gewinnen. 3-1 und er ist fast down. Und zack. Schön gemacht. Spiel gewonnen. 2 Kills gemacht. Aber der Tank macht schon Spaß. Ja, vorhin hat er, also der, mit dem ich jetzt hier im Zug spiele, auch ein Video am Laufen gehabt und da fiel mal die Rede von einem eigenen Clan gründen. Ich habe mir mal gedacht, das greife ich auf. Einen Clan kostet 2 Millionen, heißt also ein bisschen sparen und dann haben wir es erreicht. Und dann sollte sich das auch mal ein bisschen hinlösen. Ja, wen spielen wir? Wir spielen mal. Er muss auf. Ihr macht's gut, ne? War nett. Oh, jetzt habe ich groß geschrieben. War nett, dass wir gespielt haben. Ich denke, ich werde jetzt erst nochmal Tier 3 spielen. PZ2G, das irritiert ein bisschen, dadurch, dass er PZ2G heißt und es sind Tier 3. Maschinenpistole hat er. Ist jetzt in dem Spiel vielleicht ein bisschen kontraproduktiv. Tier 4er sind mit am Start, aber ein bisschen Schaden sollten wir schon reißen. Dürfen halt nur nicht so ein bisschen weit im Voraus fahren. An sich macht PZ oder die PZ-Reihe, die neue, ganz gut Schaden. Sie sehen zwar so klein und unbeholfen aus, diese Fahrzeuge, aber das, denke ich, gibt sich an der Schnelligkeit, ja, die Schnelligkeit ist schon sehr wichtig von diesen Tanks und das gibt sich dann damit wieder hin und man kann ohne Bedenken mit diesen Tanks relativ schnell entkommen. Gut, jetzt laden wir nach. Und wie gesagt, hier habt ihr ja gerade gesehen, lädt wahnsinnig schnell nach. Maschinenpistole lädt er nach, also das ist respektabel. Und kann sich sehen lassen, mit diesem Tank hier zu spielen, vor allem eben wegen dieser schnellen Nachladezeit. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt hier hingehe, werde ich wahrscheinlich wieder gefokust von irgendwem. Kennt man ja so, dass man... Oh, shit. Der hat aber ordentlich auf die Fresse gekriegt. Oh, shit, der guckt. Oh, wir haben sogar getroffen. Zwei Leben. Also zwei Trefferpunkte. So, das Tier, der Tank. Und wir haben einen Kill. Wir haben einen. Ja, Valentina, T, da komme ich nicht. Valentina 2 komme ich nicht durch. Da muss der hier ran. Dran glauben. Da komme ich wenigstens durch. Kann ich erstmal wieder weghauen. Bringt mir nichts, einen noch drin zu lassen. Lieber nachladen. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Ja, ob ich den jetzt krieg? Wir haben sie nicht mal angekratzt. Komm schon. Abpraller. Endlich, Kinder. Da haben wir ihn getroffen.
Meistens trifft er nicht oder oft wegen Abprallern und weil diese Maschinenpistolen relativ stark verziehen. Aber wenn sie treffen, dann machen sie eben diesen relativ auch hohen Schaden. Je näher man an einem Fahrzeug dran steht, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass dann der Schaden macht. Wir haben jetzt 182 Schaden nur gemacht. Aber man soll das in Relation sehen zu der Größe und des Tieres, also des Panzers. Tier 3 ist jetzt nicht gerade hoch und Maschinenpistole, dieser kleine Tank hier, jetzt schaut euch den doch mal an. Da kann man ja auch mal ein bisschen akzeptieren, dass man da jetzt nicht so viel Schaden macht. Ne? Also, das kann man schon akzeptieren. 3990, kann ich da etwas verändern? Den Lux könnte ich mir kaufen, durch die freie Erfahrung. Mache ich aber nicht. Ich bin geizig. Ich könnte mir eine T5er-Gun kaufen. Nein, die freie Erfahrung hebe ich mir auf. Ich habe die immer ausgegeben, war nicht so vorteilhaft. Aber jetzt habe ich gelernt und werde es auch sparen. Da kann ich den auch machen. Hat der jetzt ja eigentlich alles maxed. Auch die Tiger 1 Gun. J-Panther hatte auch alles maxed. Braucht 160.000 Erfahrung. Ich habe schon fast 129.000. Ja, das ist eigentlich ganz gut. Den habe ich mir einfach mal just for fun gekauft. Ich habe mir einfach gedacht, komm, kaufe ich die T10er und verkaufe sie wieder, nur um sie mal gehabt zu haben. Da es eh nichts bringt, die Erfahrungspunkte lohnen sich nicht, die zu erspielen, da man dann eben Gold ausgeben muss. Wie ihr sehen könnt, bei der freien Erfahrung habe ich mehr als 200.000 Erfahrung, die ich noch umändern kann. Wenn ich jetzt hier just for fun einfach mal die 200.000 eingebe, seht ihr schon, brauche ich 8.000 Gold, um diese umzuschalten. Damit hätte ich natürlich locker leicht den ein oder anderen Tank freigeschaltet, aber ne, also ne, 8.000, wenn man jetzt hier guckt, wie viel das kostet, wären hier 5.600 schon. Sind es nur 20.000, also sind 20 Euro und sind 6.075 Gold und hier schon für 50 Euro, ja, das ist, nee, Leute, nein, nein, das mache ich nicht. Das kostet einfach viel zu viel Geld. Ich werde auf jeden Fall sparen mit meinen Kreditpunkten und werde dann ein eigenen kleinen Gründen, bei dem ihr auch gerne herzlich willkommen seid. Ihr könnt auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wie der Clan heißen soll. Ich werde mir das notieren und in einer nächsten Folge später auch nochmal, also wenn ich einigermaßen nahe dran bin, eine Art, sagen wir mal, Runde starten, wo ihr auswählen könnt, welcher Name von den Gewählten, die ihr haben möchtet, den Klarname oder der Name von dem Bündnis sein soll. Und dann gewinnt der Name, der natürlich die meisten Stimmen hat. Und ich denke mal, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gut gefallen. Lasst doch einen Daumen da, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Auch gerne ein Abo. Und wie gesagt, schreibt einfach in die Kommentare, wie der Name heißen soll vom Clan. Und auch gerne, wenn ihr mal wollt, dass wir zusammenspielen. Und damit bis zum nächsten Mal.